Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Heute ist Freitag, der 13. Hast du schon Umsatzsteuervoranmeldung gemacht? Also es gibt da so ein kleines Problem mit der Banking-API. Also was ich fragen wollte, Tim, kann mir vielleicht jemand Geld leihen? Logbuch Netzpolitik Nummer 312 vom Freitag, dem 13. September 2019. Ja. Und wir sind schon wieder auf der Bühne. Nur wie sollte es auch Bühne. Anders sein? Nämlich auf der Was ist, das ist Netzpolitik-Konferenz in Berlin im Roten Salon. Und wir haben ganz viele tolle Gäste und wir sagen Hallo, schönen guten Tag. Ja, ich muss mal gucken, was ich habe. 10er könnte ich dir geben. Reicht. Reicht? Aber ich brauche den digital. Tja, das ist schwierig. Weil eigentlich 10er ist ein gutes Beispiel, weil ich glaube, ich muss gerade nachrechnen, ungefähr ein 10er am Tag, nee, noch nicht mal, doch etwas über ein 10er am Tag habe ich verdient, als ich bei Netzpolitik.org mein Praktikum gemacht habe. Ernsthaft? Ja. Wow. Ich habe das nämlich gestern alles nochmal recherchiert, weil Markus Reuter, auch Redakteur bei Netzpolitik.org, schrieb mir gestern, ja Linus, hast du nicht peinliche Bilder von früher? So, Markus und du in der Redaktion. Und hatte ich. aber die waren so peinlich, die waren sogar mir zu peinlich. Deswegen gibt es sie wahrscheinlich dann heute nicht in Markus Vortrag, weil gleich gibt es ja noch die große Abschlussgala und so, und da werden dann noch peinliche Bilder von Markus Beckedahl und mir gezeigt, denn ich war ja 2010 müsste das gewesen sein, Praktikant. Was ich leider nicht mehr gefunden habe, ist meine Bewerbung. die wäre wahrscheinlich auch peinlich gewesen. Wieso? Weiß ich nicht. Bewerbung schreiben ist immer peinlich. Ja? Ja. Keine Ahnung, ich habe noch nie. Ich habe das aber. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, wo das ist. Die Bewerbung war nicht in Dokumente, sondern in Repositories, weil ich die natürlich in LaTeX gemacht habe. Ah. Ich hatte ja gerade mein Psychologie-Diplom fertig. Ach, du hast so einen Link auf GitHub einfach geschickt. So, hier ist meine Bewerbung. Gab es GitHub damals schon? Nein. Nee, ne? Oder 2010? Doch, vielleicht. Weiß ich nicht, vielleicht schon, weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall nicht meine Bewerbung auf GitHub gehostet. Das war immer schon so ein Thema. Aber man hätte es eigentlich geil gewesen, die so einfach nur so mit einem Make-File. Ne? Laden Sie meine Bewerbung finden Sie unter Git Clone, Make und dann irgendwie so erstmal 45 GB LaTeX-Pakete installieren. Und wenn Sie das nicht kompiliert bekommen, dann will ich bei Ihnen auch überhaupt gar nicht erst anfangen. Man muss das nämlich umdrehen, diesen Test. Ja. Also ich meine, man muss ja eigentlich immer von sich überzeugt sein, wenn man sich irgendwo bewirbt und sagt so, ja, also selber schuld, wenn ihr meine Größe nicht erkennt. So, hier ist ein Test, damit ich mir auch sicher sein kann, dass das passt. Ja. Denn ja. Es prüfe, wer sich... Sie haben sich findet. Ja bei mir beworben mit Ihrem Praktikum. schauen wir mal, ob ich das haben möchte. Genau, Sie haben da... Was das ist schön, ja. Wieso glauben Sie denn, dass dieses Praktikum das Richtige für mich ist? Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft... Wie stellen Sie sich Ihr Unternehmen in 15 Jahren vor, Herr Beckedahl? Wo sehen Sie mich in 5 Jahren? Auf welcher Ebene? Und das war auf jeden Fall gut. Und dann habe ich nach 6 Monaten Praktikum, glaube ich, wurde ich befördert. Immerhin zum ersten festangestellten Mitarbeiter bei Netzpolitik.org. Ja, will man gar nicht meinen, ne? Hm. Ja, mit so großen katastrophalen Fehlentscheidungen gestartet und trotz allem ist aus Netzpolitik.org dann noch was geworden. Das stimmt. Hm. Ich habe da auch mal ein bisschen in meinem Katalog geblättert, als... eine gemeinsame Bekannte von uns postete, dass jetzt auf Spiegel Online ein exklusives Interview mit dem Chef von netzpolitik.org ist. Und dann dachte ich mir so... André Meister war auf Spiegel Online? Ich hatte damals den Markus, der war ja damals der Einzige. Aber ich hab dann stimmt, du hast ein Chaos Radio Express gemacht. Genau, und zwar so richtig, richtig früh, da gab es das alles irgendwie auch erst ein paar Monate.
habe es mir jetzt nicht nochmal angehört, muss ich zugeben, aber das war eigentlich ganz interessant, so damals so diese Sicht, so ja, ich habe da mal angefangen, so ein bisschen über Netzpolitik zu bloggen, macht ja sonst keiner, mal gucken, was passiert. Und ich würde sagen, die Rakete hat eigentlich ganz gut gezündet. So. Das hat sehr gut gezündet. Mit staatlicher Unterstützung natürlich dann zwischendurch auch. Ne? Ich frage mich ja, wann wir endlich mal angeklagt werden, dass wir auch mal so richtig groß rauskommen. Ja, für ein Logbuch Netzpolitik vielleicht weniger als für andere Sachen. Aber da können wir auch noch. Wir gehen einfach zu geschickt vor. Ja? Also ja. Wir kommen uns überhaupt nicht auf die Schliche. Nee, dabei wir begehen unsere Gedankenverbrechen ja bei Tageslicht eigentlich. Ne? Mhm. Wurde mir auch kürzlich vorgeworfen, aber das. Ja, da bist du aber nicht der Einzige. Also, es ist ja auch nur ein anderes Verbrechen gerade bei Tageslicht begangen worden, nämlich die Verabschiedung der Richtlinie PSD2. Also, Verabschiedung schon früher, aber jetzt die Umsetzung. War aber alles bei Tageslicht, soweit ich das sehe. Alles bei Tageslicht, wobei man echt meinen muss, die waren besoffen im Dunkeln, als die das getan haben. Payment Services Directive 2, ja, soll regeln, wie Banken untereinander irgendwie standardmäßig kommunizieren und zwingt, oder nicht untereinander, sondern mit Drittanbietern, und zwingt Banken jetzt zum Open Banking, sie müssen eine API bereitstellen. Denkt man sich, super, API fanden wir immer gut. Total gut. Ja. Open ist, auch, ne? Ich also will zum Beispiel auch ein Rate Limiting auf meiner Banking API haben, ne? Dass man nicht zu schnell Geld ausgibt oder so. Ne? Total gut. Und aber es stellt sich raus, so wirklich als Kunde kriegst du nicht unbedingt eine API, sondern das Ganze regelt eigentlich den Zugriff sogenannter Fintechs. Das sind so glorreiche Vertreter der Zunft, wie Sofortüberweisung. Sofortüberweisung gehört ja. Warum wurde das noch nicht verboten? Weil die Finanzdaten von allen haben und sich niemand mehr an die rantraut. Weil das, was sie machen, kann ja eigentlich überhaupt nicht zulässig sein. Ja, um sowas irgendwie Sofortüberweisung gebt ihr ja quasi eure Kontozugangsdaten. Dann gucken die sich so ein bisschen 3 Monate Transaktionen an und sagen, ja, hier ist noch was drauf oder nicht, gib mal eine TAN, dann füllen wir eine Überweisung für dich aus. Was eigentlich verboten ist, ja, also sowas zu tun. Also wenn ich sage, gib mal die Zugangsdaten zu eurem Konto und gib mal eine TAN, dann kriege ich Ärger, aber Sofortüberweisung konnte das machen. Jetzt wurde irgendwie gesagt, okay, sowas ist irgendwie Mist. Zeigt zumindest einen Druck, dass irgendwie Dienstanbieter besseren Zugang und irgendwie einen sortierten Zugang zu Bankkonten haben sollten. Weiß man nicht genau, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Es ist ja vor allem ein grandioses Scheitern eigentlich einer Geschichte, die hätte so schön werden können. Meine, davon handelt unser Podcast regelmäßig. Yeah, ich weiß, Dauerthema. Als du dich wahrscheinlich noch mehr mit Plüschtieren rumgeschlagen hast. Jetzt wird er frech. Ja. Ja, ich muss ja auch. Da hast du schon die über BTX Geld verloren. Ne? So sieht's aus. Aber das war wirklich eine Verheißung. Ich bin ja eigentlich, muss sagen, im Nachgang, die Post hat zwar viel Prügel bezogen, so generell für BTX. Aber an sich war die Idee ja gar nicht so scheiße. Und vor allem das mit dem Online-Banking, das hat ja mindestens genauso schnell eingeschlagen wie Porno. Und das ist eigentlich eine gute Sache gewesen. Und wir haben uns so ein bisschen daran gewöhnt, dass man ja in irgendeiner Form programmatisch, ne, so irgendwie an sein Konto rankommt. Und ich bin immer wieder schockiert, wenn ich sehe, dass das in anderen Ländern ja überhaupt keinerlei Realität darstellt. Was auch gar nicht so gut ist, wie sich zeigt, weil jetzt denken sie sich so, naja, also wenn die anderen Länder das nicht hinkriegen, dann können wir das ja eigentlich auch mal zurückfahren. Dann dringen halt diese Zugangszahlungsdienstleister da mit ins Feld, versuchen irgendwie das abzubilden, was die Banken in ihren User-Interfaces und so weiter nicht so richtig hinbekommen haben. Also dass man zum Beispiel mal so eine Überweisung mal schnell macht oder irgendwie sowas. Und jetzt haben wir halt diese neue Direktive, die schlicht dazu führt, dass zwar APIs aufgestellt werden, ja, wo man erstmal denkt so, ah, geil, aber diese APIs sind halt eigentlich nur für diese anderen Unternehmen und über die Kunden steht, soweit ich das verstanden habe, in dieser ganzen Direktive nichts. Und noch schlimmer, einige Banken meinen jetzt so, naja, also wenn jetzt diese ganzen Zwischenheinis dazwischen kommen und irgendwie fancy Web 5.0 Webseiten aufsetzen, mit denen man dann alles irgendwie kontrollieren kann,
Dann machen wir die API dann, halt. Dann machen wir unbrauchbar. Halt, das ist eh so defizitär und da arbeiten nur so Nerds und so und es ist alles viel zu teuer, dann machen wir das einfach zu. Ne, wir machen nur noch diese eine API und das reicht schon. Und dann sitzt man dann jetzt irgendwie so als halbwegs entwickelter Finanznerd und denkt sich so, ah geil, volle Kontrolle über alles. Und dann kommt so dieser 13. Freitag der 13. und Stopp irgendwie. Und man kriegt auf einmal Tarnmeldungen um die Ohren geworfen für nix und wieder nix. Mit also dem Ergebnis, zum, dass irgendwie zum Abholen seiner, zum, macht ihr Online-Banking? Macht hier jemand Online-Banking? Wer macht kein Online-Banking? Alle anderen machen Online-Banking? Heute schon probiert? Macht ihr das über Webseiten oder so? Lieber mit Händen. Die hatten alle keine Zeit. Wer macht das über Webseiten? Wer macht Online-Banking? Oh, scheiße. Naja, viele. Das sind viele. Ja, macht das nicht. Und habt ihr nur ein Konto? Mhm. Oder ist da einfach nicht so viel Geld drauf? Oder wie könnt ihr euch das leisten? Ich meine, das ist ja wirklich, also das finde ich ja katastrophal. Also Online-Banking über eine Webseite mache ich genau, um das Passwort zu ändern oder so. Aber über eine Webseite, also ich finde sowieso, Webseite ist einfach bäh. Und lass mich wieder zurückgehen lassen. Ja, also da siehst du mal wieder, wie singulär wir da in unserer Attitüde sind. Ja, wir sind halt, also Online-Banking, lass mich das euch erklären. Bis heute oder gestern konnte man Online-Banking mit einer App machen, mit einer Application auf eurem Computer. Die konnte irgendwie, die hat die Transaktionsdaten vielleicht verschlüsselt, gespeichert. Ihr konntet auf mehrere Konten gleichzeitig zugreifen und konnte dann schön mit seinem Hardware Security Token, also mit der ITAN-Liste auf Papier, wunderschönes Sicherheitskonzept, konnte man Transaktionen auslösen. Und diese TAN steht ja für Transaktionsnummer und diese Transaktionsnummer brauchte man, wenn man eine Transaktion durchführt. Jetzt neuerdings haben sich Banken offenbar entschieden, dass das Abholen des Kontostandes auch eine Transaktion ist. Und wenn ich jetzt meine Online-Banking-App aufmache, in der, keine Ahnung, 4, 5 Konten sind, dann muss ich 4, 5 TANs eingeben. Wäre in Ordnung, wenn man die App nur einmal öffnet. Ja, jetzt ist die App aber so eingestellt, dass sie alle 2 Minuten einfach die neuen Umsätze holt, ja, weil das Geld kommt und geht, wisst ihr, ne? Kennt ihr nicht. Und dann will die wieder 6 TANs haben. So, jetzt war aber der Gag. Mit 6 verschiedenen Apps. Mit 6 verschiedenen Apps. Also, ja. Woher kommt jetzt die TAN? Ja, und dann guckt man irgendwie so, gibt es bestimmte Konten, wo ich jetzt selten Transaktionen mache und dann denke ich, oh scheiße, TAN. Bei dem Konto habe ich eigentlich nie vorgesehen, das Geld nochmal auszugeben. Wie komme ich denn jetzt an so eine TAN? Dann gibt es irgendeine App, die man mal vor Jahren installiert hat. Und diese App ist im Prinzip wie so eine Authenticator-App, also eine App auf eurem Handy, soll euch dann eine Transaktionsnummer geben. Diese App ist aber zwangsweise mit einem Passwort geschützt und natürlich darf das nicht das gleiche Passwort sein wie der Zugang, so viel wusste ich, also habe ich jetzt irgendeine App mit irgendeinem Passwort irgendwann einmal geschützt. Hätte ich ein Passwort noch gewusst, hätte ich mit dieser App meine Transaktionsnummer bekommen, um auf mein Konto zugreifen zu können. Das war aber jetzt nicht mehr möglich. Und dann habe ich irgendwie überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Jetzt kann ich nicht mehr lesens auf dieses Konto zugreifen. Und also nur um meinen Kontostand abzuholen, brauche ich also jetzt Passwort für diese App, dann den zweiten Faktor, den diese App generiert und dann kann ich einmal meinen Kontostand erfahren, beziehungsweise die Transaktionen rauslesen. Ist auf jeden Fall schon mal insofern gut, als dass man sicherstellen kann, dass irgendwelche Sofortüberweisungsspinner auf jeden Fall nicht mehr auf mein Konto zugreifen können. So viele Punkte gebe ich denen. Aber es hat jemand diese App entwickelt und diese gesamte Kommunikation zwischen der App und der Bank und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, ich kenne den Code nicht mehr. Ich habe den jetzt 5-mal falsch eingegeben. Ist das Geld jetzt weg oder habe ich noch eine Chance, das nochmal wiederzubekommen? Habe ich bei der Bank angerufen und sagen die, ja, lassen Sie sich doch einfach einen neuen Provisionierungscode für die App schicken. Habe ich gesagt, ist in Ordnung, machen wir. Wie kriege ich den denn? Ja, per SMS. Ich habe immer per SMS meine TANs bekommen. Warum kriege ich die nicht einfach weiterhin? Ja, weil das unsicher ist. Ich sage, guter Mann, Sie schicken mir jetzt am Ende nicht eine TAN, sondern alle TANs, die ich im Leben nochmal generieren könnte über diese SMS. Was machen wir hier? Also, verstehen Sie das? Ja, ja, hat er wohl verstanden. Ich würde also jetzt eine SMS bekommen und dann... Das war die erste Bank. Wie gesagt, ich habe mich auf mehrere eingelassen. Ne? Zweite Bank sagt,
geben Sie bitte Ihre TAN ein. Gibst die TAN ein, sagen die, Error. Ja, okay. Dann habe ich versucht, mich irgendwie über diese Webinterface einzuloggen. Ich wollte ja wenigstens wissen, ob ich noch Geld habe. Ich wusste ja nicht, ob ich es mir leisten kann, heute Abend noch hierher zu fahren mit der U-Bahn. Ja? Und dann gucke ich da rein. Ja, dreimal Code falsch eingegeben, geh weg. Ja, war ich also aus meinem Online-Banking bei dieser Bank ausgeschlossen. Das ist die Bank, die ich gebraucht hätte, um meine Umsatzsteuervoranmeldung zu machen. Ja, ging also auch nicht. Dann habe ich an den Hersteller der App, also meiner Online-Banking-App geschrieben und gesagt, ja, hier, pipapo, Bank und so, alles irgendwie schlecht. Schreibt er mir zurück. Der FinTS bzw. HBCI-Server der sowieso Bank verhält sich seit der gestrigen Umstellung nicht mehr spezifikationskonform. Die HBCI-Segmente sind vom Server wie folgt durchnummeriert. HNHBK1, HNSHK2, HIRMG3, HIRMS5, HITAN6, HNSHA7, HNHBS8. Die Programmierer bei der Sowieso Bank haben sich bei der Nummer 4 verzählt. Deswegen funktioniert es nicht. Hoffentlich verzählen sie sich wenigstens nicht beim Geld. So. Ja, mit der Bank hatte ich auch Spaß. Vor allem das Geile ist, sehr gut, ja, die hattest du mir auch empfohlen, Tim. Ja. Genauso wie diese schöne Software. Ja. So, also jetzt sitze ich empfohlen hier. Empfohlen mit großen Anführungsstrichen. Ja, und vor allem das Geile ist ja, dass die Software hatte gar keine Chance darauf zu reagieren. Die wusste sozusagen überhaupt nichts von ihrem Glück, dass jetzt irgendwie TAN kommt, weil das nicht richtig signalisiert wird. Trotzdem hat das Ding ja beim Anrufen, das dürftest du vielleicht auch gemerkt haben, einem parallel, während es vergeblich versucht hat, das Programm darauf zuzugreifen, kamen parallel die ganzen TANs per SMS. Ja, man macht irgendwie dreimal Reload und fragt sich, was da irgendwie die Phase ist. Irgendwann denkst du dir so, okay, dann logge ich mich dann vielleicht mal auf der Webseite ein. Neben dir klingelt die ganze Zeit das Handy und du sagst, ich muss mich hier konzentrieren, es geht um mein ganzes Geld. Und dann rufe ich mit der Hotline an und sage, ja, sie haben sich dreimal, haben sie die TAN falsch eingegeben, da haben wir jetzt den Zugang gesperrt. Die muss man doch einfach wirklich mit dem feuchten Wischmopp einfach links und rechts bis. Aber es geht noch weiter. Noch weiter? Ja, dann habe ich also bei dieser anderen Bank, wo ich per SMS den kompletten zweiten Faktor wiederherstellen konnte, was alles sinnlos macht. Also, ja, per SMS können wir das nicht machen. Wir können Ihnen nur den initialen Seed für alle zweiten Faktoren sonst geben, aber ihr könnt doch nicht den zweiten Faktor per SMS abbilden, ja? Also jeder kann jetzt einfach mehr oder weniger, oh Gott, ganz schlimm, ja, ganz, ganz, ganz schlimm. Da muss, wie ich ja schon sagte, diese TAN-App muss jetzt mit einem Passcode gesichert werden, was wirklich sehr ärgerlich ist, weil jetzt hatte ich diese unterschiedlichen TAN-Apps, die heißen natürlich dann auch irgendwie, wie heißen die? Secure TAN, TAN2Go, TAN2Go, ne? Wer wünscht sich nicht eine TAN2Go, ne? Zum Kaffee? Und brauchst du auch für jeden Kaffee eine, weil jedes Konto abrufen ist eine Transaktion. So, dann hast du aber noch die normale Banking-App von der Bank auch noch da. Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwie, du sitzt an dem Handy und sagst so, okay, XY-Bank. Dann suchst du nach der XY-Bank, dann geht aber die Banking-App auf und nicht die TAN-App, weil die TAN-App heißt irgendwie anders. Nächstes Level 2000-App, sowieso Bank, secure. So, und dann, okay, jetzt hatte die eine App halt Anforderungen an einen Code und ich habe überlegt, okay, wie komme ich jetzt damit zurecht, hier überall für meinen zweiten Faktor Codes zu vergeben? Das Schöne an dem zweiten Faktor war ja, dass er eben nicht ein Passwort ist. Das ist ja die Idee des zweiten Faktors, ne? Ein Haben, ein Sein, ein Wissen oder so. Naja, also habe ich gesagt, na okay, ich vergebe jetzt hier einen PIN, versuche mir den zu merken. Ja? Nächste App, sage ich, PIN, ja okay, was machen wir jetzt? Ne? Habe ich überlegt, also wenn ich jetzt den gleichen nehme, dann muss ich mir nur einen merken. Wohl wissend, dass ich da jetzt wahrscheinlich so gegen das verstoße, was ich die ganze Zeit versuche, anderen Leuten beizubringen, habe ich gedacht, um jetzt mal wenigstens heute meinen Kontostand zu erfahren. So, ja, fängt es immer an. Um zu wissen, ob ich hier nochmal hinfahren kann. So fängt es an. Habe ich gesagt, gibst den gleichen PIN und sagt er, du brauchst noch ein Sonderzeichen und Buchstaben. So, dann habe ich gesagt, okay, kein Thema, machen wir Sonderzeichen und Buchstaben. Sonderzeichen, Buchstaben gesetzt, in die andere App rein und ich sage, ich möchte bitte meinen PIN ändern und ich will nämlich jetzt noch ein Sonderzeichen, Buchstaben hinzufügen. Sagt die andere App so, nur Zahlen, mein Freund. So,
was heißt das? Ich meine, somit treibt das jetzt die Menschen dazu, dass sie am Ende in ihrer iCloud oder ein Foto in ihrem Profil haben als Favorite oder so, wo sie die unterschiedlichen Codes haben, um an ihren zweiten Faktor zu kommen. Garantiert werden die Leute das irgendwo auf ihrem Telefon speichern. Das heißt, die Leute verlieren jetzt ihr Telefon. Es ist alles ganz fürchterlich. Also am Ende wird das nicht sicherer machen, sondern so unbenutzbare Sicherheit treibt die Leute am Ende dazu, was weiß ich, die Pins in den Schoner von ihrem Telefon reinzuritzen. Oder ins Display mit einem spitzen Stein oder so. Aber dass sie auf jeden Fall nicht sicherer sind, sondern einfach keinen Zugang mehr zu ihrem Geld haben. Also ich gehe gleich eine Mütze rum, vielleicht könnt ihr mir aushelfen. Sollte irgendein frustrierter Mitarbeiter aus der Banking-Industrie hier zuhören, bitte, Leute, echt, einloggen mit TAN. Ich weiß nicht, wer euch den Vogel in den Kopf gesetzt hat, wenn es unbedingt sein muss. Und ich habe ein gewisses, kleines, minimales Verständnis dafür, das in so Webseiten zu machen. Ja? Webseiten habe ich kein Verständnis für. Die müssen alle so, die müssen als erstes weg. Die Webseiten müssen, ja, müssen als weg. Aber solange es sie noch gibt, wenn man sich da einloggt, meinetwegen das Einloggen da auch noch mit einer TAN, gehe ich mit, weil das mache ich ja auch nicht. Du hast doch keinen Gewinn dadurch. Ich, ach so, ich will doch nur meine Ruhe. Ich möchte aber einfach nur, wenn ich ein Programm benutze, was irgendwie über eine API das abfragt, ja, meinetwegen einmal beim Einrichten irgendwie so eine TAN, wenn es es glücklich macht, aber dann bitte doch erstmal für das nächste Jahr nicht mehr. Die haben noch was Schöneres gehabt. Bei dieser einen App, die ich dann zum Laufen bekommen habe, dadurch, ja, dass sie mir einfach den Seed wieder per SMS geschickt haben. Und weil das alles so unsinnig war. Wie viele Apps hast du jetzt installiert, allein irgendwie innerhalb eines Tages? Na, einige hatte ich ja schon installiert, deswegen hatte ich die Codes vergessen. Vorausgesehen, vorausgedacht, warte mal. Ich gucke auch mal. Sieben. Und nee, es gibt noch eine achte, die ist jetzt nicht in diesem Ordner. Also ja, acht Apps oder so. Und wenn ich die eine aufmache, kommt sofort: Willkommen, geben Sie bitte Ihre Passwörter ein. Das geht alles jetzt so weiter. Ich bin da jetzt gefangen. Und genau, diese eine, SMS-TAN, ja, dann wird immer gesagt, okay, SMS-TAN kann man abfangen und da gibt es diese SIM-Swapping-Attacken, das stimmt alles, das ist richtig. Aber die hatten wenigstens einen Aspekt richtig, dass sie nämlich zu der TAN dazu gesagt haben, diese TAN ist für folgende Transaktion, nämlich: Du möchtest 10.000 Euro auf die Seychellen überweisen, hier ist die TAN. Und wenn man das dann sieht und sagt, jo, genau, 10.000 Euro auf die Seychellen, oder nee, ich wollte 3,80 Euro nach Mallorca überweisen, dann kann man da quasi nochmal kontrollieren, was man gerade freigibt. In dieser anderen App musstest du quasi einen Knopf drücken, damit du eine TAN generierst. Was in meiner Lesart bedeutet, hat das Handy keinen Empfang, kannst du keine TANs generieren. Ihr habt alles kaputt gemacht. Das hat alles funktioniert. Es hat alles funktioniert mal früher, also vorgestern. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen, dass die Hotlines nicht gerade brennen in Deutschland. Also das ist, die Leute, die da arbeiten, sind bestimmt schon voll frustriert. Bei der einen Bank, die sagte dann so, ja, die PSD2 haben wir uns ja nicht ausgedacht. Und dann habe ich gesagt, eure Lobbyisten haben sich die ausgedacht. Und außerdem, bei den anderen Apps funktioniert es nur bei euch nicht. Also erzähl mir nichts von PSD2. Ja, also sie hätten das jetzt schon, also ich bräuchte jetzt nicht ungefähr so frech zu werden wie alle anderen, die heute anrufen. Die waren bestimmt noch viel frecher. Katastrophe. Ja, ist das schlimm. Naja, gut. Aber das hat die, wenn ihr euch fragt, was hat die EU jemals für uns getan? Ja, sie hat jetzt eine Payment Services Directive gebaut, die jetzt die Banken dazu bringt, genau nicht offene Standards zu machen. Jeder denkt sich irgendeinen eigenen Schwachsinn aus und wir kommen nicht mehr in unsere Konten. Und wenn das so weitergeht, weiß ich auch nicht. Also dann muss ich irgendwie Geldweiterleitungen machen in irgendein Land, wo die PSD2 nicht gilt. Gibt es hier der Herr in der ersten Reihe, dessen Namen ich nicht weiß, ob ich den hier ins Mikrofon sagen darf, gilt die PSD2 nur in Europa? Also für das Geld, was ich auf den Inseln habe? Okay. Dann weiß man wenigstens, Inseln? Warum die Leute ihr Geld Sylt? Auf die Inseln schicken. Ja? Ja. Linus, weißt du was? Ja, es gibt eine gute Nachricht. Europäische Gesetzgebung funktioniert offensichtlich nicht. Da muss man das in Deutschland machen. Dann
Weißt du, dann läuft das auch einfach. Da ist die Erfahrung da, da ist das Handwerk einfach über Jahrhunderte gepflegt worden und dann läuft das einfach. So ein Leistungsschutzrecht meinst du? Ne? Zum Beispiel. Das deutsche Leistungsschutzrecht ist unwirksam. Wegen eines Formfehlers. Also es gab irgendwie, es gab jetzt offenbar irgendwie eine Auseinandersetzung zwischen der VG Media, glaube ich, und Google, weil die VG Media quasi auf Basis des Leistungsschutzrechts jetzt Geld von Google erpressen wollte. Und dann hat das zuständige deutsche Gericht den Europäischen Gerichtshof gefragt und hat gesagt, so, sag mal, wir haben uns das mal angeschaut, ist dieses deutsche Leistungsschutzrecht überhaupt gültig? Und stellt sich raus, nein. Denn das deutsche Leistungsschutzrecht ist eine technische Vorschrift im Sinne der Richtlinie 9843, ihr kennt sie. Und deswegen hätte sie als solche der Kommission übermittelt werden müssen, der Europäischen Kommission, um in einem Anwendungsfall Leuten entgegengehalten werden zu können. Und das haben die nicht getan. Und deswegen ist das deutsche Leistungsschutzrecht eigentlich aufgrund eines Formfehlers unwirksam. Wer hätte das gedacht, dass wir das noch loswerden? Ja, das ist toll. Ich meine, gefühlt weiß ich gar nicht, ich meine, jetzt, das Ding läuft ja jetzt auf europäischer Ebene jetzt ohnehin weiter, von daher sind wir es noch nicht so richtig losgeworden. Aber damit gab es das zumindest offiziell nicht bisher. Ja, hat also ja auch bisher noch nichts gebracht. Hätte nur an die Kommission übermittelt werden müssen, was auch immer dieses Übermitteln deutet. Aber man muss, der Entwurf einer technischen Vorschrift ist der Kommission vorab zu übermitteln. Ist dies nicht geschehen, kann ein Einzelner deren Unanwendbarkeit geltend machen. Also kannst du sagen, was du willst, aber Google hat wahrscheinlich echt ganz gute Anwälte, dass die... Vielleicht haben sie es ja auch übermittelt, aber sie haben vergessen, die Tarn einzugeben. Ja, also das ist schon mal ganz gut. Diese Transaktion konnte leider nicht abgeschlossen werden. Tut mir leid. Jedenfalls wird das jetzt, also es wird nicht lange dauern, dass wir dann das Leistungsschutzrecht ja jetzt nochmal wieder über die Copyright Directive kriegen, aber immerhin. Immerhin. Das war die gute Nachricht diese Woche übrigens. Nee, es kommt noch eine. Es gibt noch eine gute Nachricht. Bleiben Sie im Raum. Bleiben Sie dran. Jetzt gibt es erstmal eine schlechte Nachricht. Ja, mein iPhone ist kaputt. Das habe ich schon in der Freakshow gehört, Tim. Wie lange? Ich wollte mal kurz auf Toilette. Willst du das jetzt kurz erzählen nochmal? Nö. Funktioniert das nicht jetzt schon wieder, dein iPhone? Ich weiß nicht, da ist irgendwas drin. Irgendwas kommt manchmal und sagt, ich darf nicht mit meinem Telefon arbeiten. Echt? Vielleicht bin ich gehackt worden. Du bist aber doch gar kein Uigure. Ich bin kein Uigure. Das war doch Apples Ausrede dafür. Aber ich bin Augure. Vielleicht reicht das ja auch schon. Was ist passiert? Tatsächlich ein größeres Problem, dass Forscher von Google, also von Google Project Zero, haben eine Webseite festgestellt, die sich in diesem Internet befunden hat, die tatsächlich die Eigenschaft hatte, dass man sie nur besuchen brauchte. Und allein der Besuch dieser Website hat ausgereicht, um das iPhone nachhaltig mit Schadsoftware zu infizieren. Infizieren ist hier der falsche Begriff. Also es hat eine Schadsoftware zum Laufen gebracht, die dann weiterlief und euer Telefon ausspioniert hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo man es neu gestartet hat. Also es war keine Infektion. Eine Infektion hätte bedeutet, die Schadsoftware hat irgendwie Persistenz und bei einem Neustart des Telefones funktioniert sie weiter. Das war nicht der Fall. Aber so Remote Code Execution mit einem Besuch einer Website, so viel schlimmer geht's eigentlich nicht. Das wäre jetzt das Einzige, was noch schlimmer gewesen wäre, wäre, ihr hättet noch nicht mal meine Website besuchen müssen. Sowas hat man selten. Und das war schon relativ dramatisch eigentlich. So, ich fühlte mich bedroht. Du fühlst dich bedroht? Ja, ich dachte mir auch so, wenn da wirklich jetzt tatsächlich 2 Jahre lang irgendwas im Netz rumgammelt, was in der Lage wäre, massenhaft iPhones abzuschnorcheln und man kriegt das nicht mit, das ist schon ein ziemlich dicker Fall. Allerdings hat Apple das auch, hat sich dann ein paar Tage später geäußert und meint, war alles gar nicht so schlimm, weil... sind ja nur die Uiguren, die da angegriffen wurden. Sehr schön, schönes Detail in dieser Meldung ist, dass das Wort China dort nicht fällt. Ja. Also sie haben das sehr schön, also sehr, sehr wenig elegant zum Ausdruck gebracht.
Als allererstes war diese fortgeschrittene Sophisticated Attack sehr eng fokussiert und nicht einfach breit in alle Richtungen, wie Google es beschrieben hat. Also es war eine Website, wer sie besucht hat, wurde gehackt. Ja? Das halte ich für eine relativ breite Fokussierung des Angriffsstrahles. Aber Apple sagt, naja, der Angriff richtete sich ja nur, der Angriff fand nur über weniger als ein Dutzend Webseiten statt, die sich allesamt Inhalte für die Uiguren bereitgestellt haben. Also mit anderen Worten, es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung, nur für Uiguren. Außerdem, dann kommt noch der Standardsatz, außerdem, regardless of the scale of the attack, also unabhängig davon, wie groß dieser Angriff jetzt wirklich war, nehmen wir die Sicherheit unserer Nutzer, aller Nutzer, extrem ernst. Ja, das war nicht unbedingt die beste Reaktion von Apple da. Also das war... Wieso, was hätten sie deiner Meinung nach sagen sollen? Zu sagen so, ey, das ist, sie hätten einfach sagen sollen, wir haben Schwachstellen gehabt, die wurden über Jahre ausgenutzt, hier in einem gezielten Angriff von einem Staat gegen eine Minderheit und das geht ja mal gar nicht. Dann hätten sie ja vielleicht China sagen müssen. Wussten sie ja. Kann man sagen, ja, kann man auch schreiben. Ja, das weiß ja, wie schwierig das ist. Für so Unternehmen, die in China ihren ganzen Scheiß produzieren lassen. Ja, also mit anderen Worten, der Satz, es ging nur um Uiguren, den haben die eher geschrieben, damit die Chinesen sich nicht aufregen oder was? Nee, das muss ich sagen, finde ich eine interessante Formulierung. Sie hätten ja auch von irgendwelchen Minderheiten sprechen können, aber sie haben sie schon relativ konkret benannt und damit weiß ja eigentlich auch jeder, wo es herkommt. Oder meint zumindest jeder, glauben zu wissen, wo es herkommt. Also es ist eine mittelschwere Katastrophe, solche Schwachstellen über längere Zeit zu haben. Und es ändert jetzt für die Sicherheit der Plattform nichts, dass sie bis offenbar der einzige bisher bekannte Fall, wo sie ausgenutzt wurden, halt dann ausgerechnet eine staatlich verfolgte Minderheit betrifft. Das ist jetzt nichts, was du als Hersteller dieser Geräte irgendwie als beschwichtigendes Argument anbringen kannst. Nee, stimmt schon. So, ja, war eine Schwachstelle, ja, wurde über Jahre ausgenutzt, aber ey, nur zur staatlichen Verfolgung von Minderheiten. Ja. So. Sonst nichts. Sonst nichts. Also wir als weiße Privilegierte brauchen uns da keine Sorgen zu machen. Nee, komm, das geht so nicht. Also das sollte sich aber jemand in unserer Hörerschaft als Uigure fühlen, ja, also rein solidarisch. Immerhin sind die Schwachstellen seit Februar behoben. Ist doch auch sehr beruhigend. Das ist beruhigend. Wir können hoffen, dass Apple sich da irgendwie ein bisschen mehr Mühe gibt. Inzwischen wird übrigens berichtet aus gut informierten Kreisen, dass Exploits gegen Android inzwischen teurer gehandelt werden als Exploits gegen iOS. Und das ist... ebenfalls beunruhigendes Zeichen, weil die Idee ja schon ist, dass quasi der Preis eines Exploits, wenn man sagt, okay, für bestimmte Exploits wird sehr viel Geld geboten, dann würde man nach marktwirtschaftlichen Regeln davon ausgehen, dass ein solcher Exploit schwer herzustellen ist, hohen Aufwand erfordert, mit anderen Worten, die Plattform relativ sicher ist. Ja, also wenn ich weiß, okay, ich habe ein Telefon in der Tasche, der Exploit dafür wird für 1 Million gehandelt, dann weiß ich, dass im Zweifelsfall nur Menschen, die 1 Million Euro ausgeben, mich als Ziel haben oder mich als Ziel haben können. Wenn ich weiß, der Exploit für mein Gerät kostet 25 Euro, ist das für mich eine beunruhigende Situation, außer jetzt, wo eh keiner auf sein Konto zugreifen kann, wegen der PSD2. Ja, aber ich habe zum Beispiel noch 25 Euro in der Tasche. Wer also, ne? Und inzwischen scheint es jetzt so zu sein, dass bestimmte Exploit-Händler sagen, sie zahlen inzwischen für Android mehr als für iOS und das ist noch nie so gewesen. Da muss Apple sich mehr anstrengen wieder. Könnte das nicht auch bedeuten, dass die irgendwie Exploits selber alleine nur, weil sie in Kombination mit vielen anderen benutzt werden müssen, deswegen weniger wert sind? Also gibt es noch andere Faktoren, die auf diesen Preis einen Einfluss haben? Außer also es werden sowieso immer Exploit-Ketten verkauft. Ne? Gerade so ein Gerät kriegst du selten mit einem Exploit auf. Du brauchst halt Kombinationen aus verschiedenen Exploits, um wirklich so ein Telefon
mal durchgehend zu aufzumachen, weil es geht ja los mit, wenn das jetzt über eine Webseite geht, dann brauchst du erstmal eine Schwachstelle in dem Browser, was weiß ich, Safari. Meistens findet man die dann irgendwie in dem PDF-Renderer oder so. Und dann hast du irgendwie, dann bist du aber erstmal noch in der Sandbox des Safari. Der läuft ja in einer Sandbox auf dem iPhone. Dann musst du irgendwie aus dieser Sandbox ausbrechen und dann musst du irgendwie noch das Code-Signing umgehen. Und das heißt, du brauchst sowieso schon mal drei ganz elegante Möglichkeiten, um dann irgendwie auf diesem Gerät zu laufen. Dann brauchst du eigentlich noch Root-Level-Access, wenn du dann wirklich anfangen willst, in andere Applikationen und Sandboxes einzugreifen. Also es sind eh schon immer nicht nur eine Schwachstelle und ein Exploit. Aber das könnte theoretisch bedeuten, ich als iPhone-Benutzer hoffe natürlich nicht, dass es so ist, aber es könnte theoretisch bedeuten, dass Apple jetzt 10 Jahre Security by Obscurity ihnen geholfen haben, die Exploit-Preise hochzutreiben, jetzt aber inzwischen Android durch Open Source so weit abgehangen ist, dass jetzt auf einmal, obwohl Android eben dieses können viele dann doch wieder kaputt machen und so weiter, offene Betriebssystem war, was ja so das neue Windows eigentlich ist, was die Sicherheit angeht, das neue alte Windows, könnte es jetzt sein, dass hier Open Source doch nochmal auf lange sich dann auf einmal doch gewinnt. Die Exploit-Preise deuten das zumindest gerade an. Tim bleibt skeptisch. Jetzt, naja, aber das ist jetzt erstmal eine pure Vermutung. Oder? Im Moment also gibt es auf jeden Fall für Android-Exploits mehr Kohle als für iOS-Exploits. Okay. Ich glaube nicht, dass das lange so bleibt, weil einfach bei Apple quasi sehr viel Hardware-Security direkt mit in das Betriebssystem eingewoben werden kann und es deswegen und dass die ganzen Android-Geräte immer noch mal Fallbacks haben müssen für irgendwelche Grabbelkistentelefone und so. Aber im Moment ist das jetzt mal der Stand. Was deine These ein bisschen unterstützt, ist natürlich, dass Apple auch seine Bug-Bounty-Programme extrem angehoben hat. Also sie hauen jetzt dermaßen viel mehr Geld als vorher raus für Sachen, die gefunden werden, damit wobei damit reagieren sie ja eigentlich auf gestiegene Preise. Also dreht sich das jetzt wieder ein bisschen im Kreis. Also ich meine, sie müssen halt mehr bieten, damit die Bugs bei ihnen abgeliefert werden und nicht bei irgendwelchen anderen Bösewichtern. Das wäre ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Preise wieder steigen, oder? Also mich interessiert eigentlich nur der relative Preis. Wenn sich das jetzt dauerhaft so, wenn das dauerhaft so bleibt, dass bei Android mehr gezahlt wird, dann hole ich mir ein Android-Telefon. Da Wie kommen dann Spaß. Meine TAN-Apps drauf. Ach ja, es ist gar nicht so einfach, im Internet alles richtig zu machen. Unsere Freunde von der AfD haben da ja auch so ihre Probleme, nachdem sie wieder eine tolle Idee hatten. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her, ne? Und ja, die machen das in unterschiedlichen Bundesländern, glaube ich. Also das ist die Freunde von der AfD. Genau, also worum geht's? Sie wollen halt sozusagen unsere Schulen von politischer Schlagseite befreien, ja, ganz uneigennützig auch. Wie ihr ja wisst, wird in den Schulen werden ja die Schülerinnen und Schüler zu Bolschewiki indoktriniert. Ja? Das ist ja ganz schlimm links-grün versifft, was wir da an Lehrerpack haben, ja, was die den Leuten da einreden. Ja, die demonstrieren fürs Klima. Wo kommen wir denn da hin? Ja, ganz schlimme. Was hat der Gauland nochmal gesagt? Das Programm der Grünen? Irgendwie Flüchtlinge aufnehmen, Klimawandel. Leuten helfen. Leuten helfen, Flüchtlinge aufnehmen und Klima retten. Das können wir nicht unterstützen. Das geht ja überhaupt nicht. Wo kommen wir denn da hin? Am Ende noch nett sein. Und um da endlich mal was zu tun, ja, dass diese bolschewistische Verschwörung, in dessen Klammergriff sich hier die Bundesrepublik Deutschland befindet. Genau, und da sind sie dann vorangeschritten und haben ein schönes Portal aufgesetzt, so ein Verpetzer-Portal mit dem euphemistischen Namen Neutrale Schule. Und dort sollten dann irgendwie Schüler, Lehrer melden, die gegen das politische Neutralitätsgebot verstoßen. Also ich sag dir eins, Tim, ne? Ich bin ganz ehrlich. Das ist gut? Nee. Da warte ich schon lange drauf. Aber ich sag dir eins. Ich hatte so ein paar Lehrerinnen und Lehrer, ne? Die hättest du auch gerne verpetzt. Die hätte ich an die AfD verballert. Die sind mir so auf den Sack gegangen. Da hätte ich einfach gesagt, hier hat gesagt, der hat das letzte Mal wieder die ganze Stunde das Kapital vorgelesen. So, so dass der nach oben kommt, ne? Dass die AfD als erstes dort vorbeifährt. Ne? Einfach, weil ich die wirklich nicht mochte.
Aber wir haben das, glaube ich, auch schon mal im Logbuch behandelt. Ein solches Portal ist natürlich der absolute Irrsinn, absoluter Wahnsinn. Und zum Glück wurde das jetzt wenigstens in Mecklenburg-Vorpommern vom Landesbeauftragten für den Datenschutz verboten unter Zwangsgeld. Das ist wirklich gut. Also ich meine, dass wir solche Zustände auch nur in der Nähe von tolerieren, dass hier irgendwelche Parteien Denunziationsportale für Lehrer machen oder für egal wen. Das ist wirklich sowas von dermaßen daneben, sowas von skandalös. Und deswegen bin ich sehr froh, dass das geschlossen wurde. Argumentation: Die Verarbeitung von Daten, aus denen die politische Meinung hervorgeht, sei laut Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich untersagt und nur in Ausnahmefällen erlaubt. Und schön ist, der Herr Müller hat dann noch freundlich die Presse darauf hingewiesen, dass jeder und jede vom AfD-Landesverband Auskunft verlangen kann, ob ihre Person betreffende Daten verarbeitet worden sind oder nicht. Das kann jede tun. Einfach mal hinschreiben. Du, das habt ihr mal irgendwas über mich? Das kann jetzt wirklich jede tun. Ja. Und das erinnert mich übrigens an einen Artikel auf netzpolitik.org, den ich mal geschrieben habe. Kleine damals Anekdote. Als Praktikant. Der hieß den Springer Verlag zurücktrollen. Und zwar war das, da hatten die irgendwie Geburtstag mit ihrer Bild-Zeitung. 20. Juni 2012 habe ich einen Artikel auf netzpolitik.org geschrieben. Und zwar haben sie da gesagt, sie stecken jetzt jedem zum Geburtstag ihrer blöden Bild-Zeitung eine Bild-Zeitung in den Briefkasten. Ja, ja. Ja? Mhm. Und am 23. Juni wollte der Springer Verlag alle Haushalte in Deutschland mit einer Gratis-Bild-Zeitung versorgen. Da hast du stunk gemacht, ne? Und dann dann wurde bekannt, wie sie das, wenn man gesagt hat, man konnte denen schreiben, ich will eure Zeitung nicht haben. Ich möchte das nicht. Ja? Und dann haben sie gesagt, dass sie, um das quasi zu, also um sicherzustellen, dass die Leute, die keine Bild-Zeitung bekommen wollen, die auch nicht kriegen, haben sie all diesen Leuten eine adressierte, großformatige Infopostsendung in einem auffälligen roten Umschlag zukommen lassen. Und das diente dem Zweck, diese Bild-Zeitung wurden nämlich von den Briefträgerinnen und Briefträgern verteilt. Und die hatten dann quasi die Anweisung, erst verteilst du die roten Umschläge, dann weißt du, bei wem du keine Bild reintun darfst und dann tust du da keine Bild rein. Ne? Das war quasi so das User-Interface für die Postzustellerin. Und da habe ich natürlich dem Springer Verlag widersprochen, dass ich einen roten Umschlag von ihnen bekomme. Und Moment, das wurde ja noch besser. Da habe ich gesagt, ich zitiere aus dem Artikel, um eine eingehende Bearbeitung meines Schreibens sicherzustellen, versagt das Schreiben außerdem mit allen Forderungen, die das Bundesdatenschutzgesetz hergibt, nämlich den Forderungen über, welche Daten speichern Sie über mich und so weiter. Weil, um mir einen roten Briefumschlag zuzustellen, haben die offenbar meine persönlichen Daten gespeichert. Also habe ich sofortige Löschung dieser Daten, Bestätigung der Löschung der Daten und so weiter von denen verlangt. Und das heißt, sie mussten jetzt löschen, dass sie mich gespeichert hatten, um mir einen roten Briefumschlag zu schicken. Dann habe ich das an mehrere Briefe, an mehrere E-Mail-Adressen geschrieben und habe dann dieses Schreiben nur zur Sicherheit nochmal auf netzpolitik.org geblockt. Und das führte dann dazu, dass offenbar noch ein paar andere Leute das gemacht haben. Und wenige Stunden später wurde unter dem Artikel kommentiert, dass der Mail-Server keine E-Mails mehr annimmt. Von Springer. Und dann haben sie, glaube ich, versucht wollten sie mich anzeigen wegen einer Mailbombe, weil ich ihren E-Mail-Server lahmgelegt habe. Mit der Aktion. Und dann habe ich aber keine Auskunft von dem bekommen über die Löschung meiner Daten. Dann habe ich die beim Berliner Datenschutz verpetzt. Und dann haben die ein Aufsichtsverfahren vom Berliner Datenschutz bekommen. Mhm. Das nur, also die erzähle ich jetzt völlig am Rande nur, ne, dass das bei dem Springer Verlag damals so lief. Also bitte nicht jetzt einfach bei der
AfD Mecklenburg-Vorpommern anfragen. Man stellt sich mal vor, das würden jetzt alle machen. Ja, nee, das ist schlimm. Also es war ganz schlimm für den Springer Verlag. Gar nichts anderes mehr zu tun. Ja, also dann hätten die kommen ja mit ihrer ganzen Hetzerei gar nicht mehr hinterher. Hm. Ja. Stimmt, dann können die nicht mehr hetzen. Also insofern macht das bitte nicht. Nee. Und das war auf jeden Fall damals ganz witzig. Ich habe dann den roten Briefumschlag bekommen. Den habe ich dem Berliner Datenschutz geschickt und habe gesagt, hier, die haben mir Post geschickt, obwohl die gesagt haben, sie hätten meine Daten gelöscht. Hm? Ach, das waren noch Zeiten, ja. Bei das waren noch Zeiten, ja. Das waren die Zeiten, da saßen wir noch mit zwei Leuten in diesem Büro. Ja. Man hatte Zeit für alles. Für sowas hatten wir Zeit, ja. Ja. Aber für sowas habe ich auch heute noch Zeit, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ja, ja, ja. Ja, man stellt sich mal nur vor, du hättest so viel Zeit gehabt, dass du einfach durch deine Stadt wanderst und die schönen Dinge des Lebens konsumierst und deine Erinnerungen aufbaust. Auch mal was fotografierst, was dir gefällt. Kannst du nicht machen. Nee? Kannst du nicht einfach fotografieren. Weil alles immer irgendjemand gleich gehört. Ja. Wie in Hamburg. Da gehört war ich plötzlich. Und hast du einen Hafen fotografiert? Nein. Was? Nein, das weiß man doch, dass man den Hafen in Hamburg nicht fotografieren darf. Woher weiß man denn das? Warum? Weil er blau markiert ist oder was? Ja, nee, das wusste ich nicht, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Es gibt da eine Lichtinstallation oder gab und, das läuft noch bis zum 15. 15. September, was haben wir heute? Ach ja, den 13. hatten wir ja schon, genau. Und da leuchtet irgendwie diverses auf blau. Mystisches Licht und das lädt natürlich dazu ein, dass man es fotografiert. Und man würde sich ja auch fragen, warum sollte man jetzt den Hafen beleuchten, das schön machen und dann damit rechnen, dass es niemand fotografiert? Auf jeden Fall haben damit gerechnet, dass es jemand fotografiert. Ja, weil sie haben ja auch sofort die Abmahnungen verschickt, wenn man es auf Instagram gepostet hat. Ja, das ist echt geil. Also irgendjemand hat das auf Instagram veröffentlicht, das überrascht natürlich jetzt herzlich wenig und dann wurde das eben gleich wegen Urheberrecht an diesem Bild abgemahnt. Ich meine, wir hatten wann war das? Das war 1997, gab es ja in Berlin diese schöne Installation des verhüllten Reichstages. Ich weiß nicht, ob du das auch selber gesehen hast damals. Habe ich auf Bildern gesehen. Auf ich Bildern. Fand das doof. Du fandest es doof. Ja. Ich fand es hervorragend. Ich fand es eine der schönsten Aktionen überhaupt. Also ich bin ein ganz großer Freund davon, überhaupt generell von dem, was Christo so macht. Aber ich fand insbesondere diese Reichstagsaktion total irre. Einfach, wenn man davor saß, hatte das wirklich eine verstrahlte Erhabenheit. Das muss man erstmal hinkriegen. Und aber auch da war es ja so, dass dieses Kunstprojekt den Staat nichts kostete. Also es muss ja quasi nur der Reichstag bereitgestellt werden, dass man da ihn eben verhüllt, was ja dann getan wurde, auch wenn sich die Politiker jahrelang dagegen gewehrt haben, weil wo kommen wir denn da hin und überhaupt und unser schöner Reichstag, und, ne, da kann ja jeder kommen. Wo er dann aber Gott sei Dank alles überstimmt. Trotz alledem war natürlich dann auch das Problem, dass es natürlich dann auch wiederum von Leuten fotografiert wurden und die Auflage war natürlich, dass über das Urheberrecht abgesichert die ganzen Fotos davon, dass der Verkauf davon natürlich Christo zugutekommen sollte, einfach um diese Kosten auch wieder zu stemmen und generell natürlich Einnahmen zu generieren. Das heißt, die Einnahmen, ne? Kamen nicht dem deutschen Volke zugute. Nö. Weil das ja oben dran steht. Aber deswegen war das ja auch verhüllt. Ne? Ach so. Dem deutschen Volke. Ja. Gut, das. Ja, aber der Hamburger Hafen ist nicht der Reichstag. Na, der Hamburger Hafen, wenn er beleuchtet ist. Und der wurde auch nicht verhüllt, der wurde blau beleuchtet. Ja, ist aber ein blaues Licht, es leuchtet blau. Jetzt rein technisch. Nichts anderes. Nur natürlich das Posten auf Instagram ist jetzt nicht unbedingt dasselbe wie das Verkaufen von Fotodrucken. So kann man natürlich lange darüber diskutieren, was ist, wenn die Influencer kommen und so. Ist auf jeden Fall schwierig und wir haben da einfach auch ein Problem, hatten wir ja sowieso schon mit dieser Panoramafreiheit. Was darfst du fotografieren? Weil wir haben ja auch das Problem, dass ja im Prinzip jedes Gebäude auch urheberrechtlich geschützt ist und das Fotografieren davon schwierig ist. Ich meine, ich hatte ja mal einen ähnlichen Fall, als wir haben ja dieses Blinklights gemacht und da
war ja im Prinzip genau das Gleiche. Wir haben ja auch irgendwie öffentliches Gut beleuchtet und dann konnte das jeder fotografieren. Man stellt sich das mal vor. Also wir haben natürlich dann keinen verklagt und verfolgt, so, aber schon generell so eine Debatte und manchmal kann ich die Zwänge von Künstlern auch verstehen. Also hier gab es noch ein weiteres Problem, was man erwähnen muss. Und zwar behalten sich Facebook und Instagram bestimmte Rechte vor, wenn ihr Bilder dort hochladet. Also in dem Moment gehören die denen teilweise. Sie haben Teile der Verwertungsrechte. Und das ist dann wiederum eine kommerzielle Nutzung durch Facebook, Instagram. Und deswegen hat er gesagt, so haben halt die Künstler dann gesagt, so ey, Moment, kommerzielle Nutzung ist aber ausgeschlossen. Und wenn jemand kommerziell das irgendwie nutzt, dann muss er das immer noch bei uns lizenzieren. Und das war so ein bisschen der Konfliktfall für die auch. Aber ich frage mich ernsthaft, wenn du eine Kunstaktion machst, ne? Und dann sagst du irgendwie der Presse, naja, ihr seid aber kommerziell im Zweifelsfall. Und ihr dürft meine Aktion hier nicht fotografieren, da musst du dich halt auch nicht wundern, wenn du nicht auf Instagram bist mit deiner Aktion. Nee, wundern muss man sich da nicht. Auf der anderen Seite sind natürlich diese ganzen einschränkenden Rechtsvorschriften, zu denen man sich, auf die man sich dann einlässt, wenn man an solchen Plattformen teilnimmt, auch problematisch, ne? Weil die halt einfach bei Default sagen, so ja, hier, alles unser ist ein bisschen, ne? Also wir dürfen hier zumindest. Ich meine, im Wesentlichen sind ja diese Rechtsformulierungen, wenn man es mal positiv beleuchten möchte, die versuchen sich quasi aus Hassel rauszuhalten. Ne? Im Wesentlichen ist dieses Ganze, ihr gebt uns die Rechte, dass wir das so und so benutzen können, ist ja für sie eine Absicherung, dass sie dafür wiederum nicht verklagt werden. Jetzt trifft es natürlich die Nutzer, die dann darauf eingewilligt haben. Deswegen ist ein schwieriges Feld. Da müssen wir irgendwann mal mit Julia Reda nochmal drüber diskutieren, glaube ich. Der hat da bestimmt eine tolle Meinung zu. Ja, Panoramafreiheit. Alles frei. So, dann sind wir beim nächsten Thema. Ich habe ein Buchkapitel geschrieben. Will man gar nicht meinen. Da wundert man sich, wo ich noch Zeit zu habe. Wie dick? Habe ich mich auch gewundert. Wie lang? Wie groß? Wie viele Seiten? Weiß ich nicht. Viele, wenige? Wenige. Zu wenige. Zu wenige. Wie das immer so ist. Ne? Du durftest nicht mehr oder du konntest Mark Twain, nicht mehr. Bitte entschuldigen Sie, dass ich so einen langen Text geschrieben habe. Ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen. Das gleiche Problem hatte ich mit dem Kapitel. Ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen. Aber ich habe ein, das Buch heißt Wann, wenn nicht wir? Mit einem Sternchen an dem Wir. Und das ist Revolutionsratgeber von Extinction Rebellion. Und Extinction Rebellion ist eine britische Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, mit Methoden des zivilen Ungehorsams gegen den Klimawandel vorzugehen und die Politik zum Handeln zu zwingen. Und dem gilt natürlich meine Sympathie. Und die haben sich da erst vor kurzer Zeit, also vor wenigen, etwas über einem Jahr oder so, eben in Großbritannien gegründet und machen da jetzt ihr Ding. Und das wird jetzt in Deutschland eben auch gestartet mit dem Klimastreik am 20.09. Und ja, dann habe ich da so ein bisschen dazu geschrieben, wenn man also beabsichtigt, sich im zivilen Ungehorsam und politisch zu vernetzen und mit Fremden und große Bewegungen zu machen, dass es da ein paar sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen gibt. Die habe ich da zumindest teilweise erläutert, wie das so ist, um ein bisschen vielleicht dabei zu helfen, dass diese sehr schnell wachsende Bewegung nicht irgendwie an sich selber scheitert, wie halt viele andere nach allen Seiten offenen Bewegungen es tun. Und dann wurde ursprünglich mein Kapitel noch so von einigen der Lektoren so als ein bisschen Aluhut-mäßig abgetan, also gesagt so, ja, hör mal, wenn du, also ist ja, was denkst du denn, was hier los ist? Aber jetzt wurde gerade der Mitbegründer in London, also der Mitbegründer von Extinction Rebellion, Roger Helm, wurde direkt verhaftet und jetzt fühle ich mich klug, dass ich ein paar Tipps wenigstens im deutschen Buch beigesteuert habe. Wollte ich erzählen. Und am 20.09. ist Klimastreik. Wird das auch noch auf Englisch? Da fliege ich, glaube ich, auch dann aus Berlin raus. Business Class natürlich. Klar, also sonst ist es einfach zu eng in so einem Flugzeug, ne? Nee, Klimastreik am 20.09. Buch gibt's. Ich habe das Kapitel geblockt. Ich habe sogar vorher den Verlag gefragt, darf ich, durfte ich.
Und das Buch gibt es, glaube ich, auch hier. Also einige der Mitautorinnen sind auch hier und hier waren ja heute auch immer mehrere Klimageschichten und Lesungen und so. Und da sind die Herausgeberinnen dabei und so. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wer denn die Herausgeberinnen sind. Das ist im Fischer Verlag erschienen. Will man gar nicht meinen, ne? dass ich nochmal im Fischer Verlag erscheinen würde. Sina Kamala Kaufmann, die ist auf jeden Fall hier. Michael Timmermann und Annemarie Botzki sind die Herausgeberinnen dieses Buches. Das heißt, Wann, wenn nicht wir? Ein Extinction Rebellion Handbuch. Und es ist pink. Und es gibt es auch als E-Book. Privatkopie könnte ich sogar haben vielleicht. Ja. Ja gut, kannst ruhig mal sagen, dass ich das gut war, dass ich was geschrieben habe. Ja, natürlich ist das gut. Also man muss vielleicht mal ein bisschen was über Extinction Rebellion sagen, weil das ist so im letzten Jahr oder schon ein bisschen früher aufgepoppt und ist so quasi die etwas widerspenstigere Variante des Also Spiegel Kampfs hat das gegen den betitelt als Greta Thunbergs radikale Geschwister. Okay. Denn so in dem Buch wird so erklärt, wie man zum Beispiel eine Brücke blockiert oder so. Ne? Und also Blockaden sind jetzt irgendwie das Thema. Ich glaube für morgen, deswegen wurde auch der, oder war das heute? Na, sie wollten Heathrow jetzt genau, die wollten Heathrow mit Drohnen blockieren. Genau. Ja. Und er hat auch persönlich angekündigt, dass er daran teilnehmen wollte, wobei das jetzt nicht bedeutet, dass sie Drohnen so hoch fliegen lassen, dass da wirklich eine Gefährdung von ausgeht, sondern sie wollen sich sozusagen nur drumherum platzieren mit ganz vielen Drohnen, die so ein bisschen irgendwie auf Kopfhöhe rumschwirren lassen, aber das hat schon ausgereicht. Und dann selber die Bullen rufen und sagen, der Flughafen ist unsicher. Und damit genau, so. Und das ist natürlich ganz tricky, aber in Großbritannien... Da muss ich mein Flug am 20. noch umbuchen, ne? Bevor die mir nachher den Flughafen blockieren. Ne? Aber in der Business Class kannst du einfach umbuchen. Ja, auf jeden Fall haben sie da wenig Humor derzeit in Großbritannien. Das ist ja ohnehin gerade das Problem, dass sie da relativ wenig Humor haben. Da sind alle die haben auch wenig zu lachen, wenn man sich das Land anguckt. Ja, es gibt sonst, aber sonst hat das ja immer zu viel Humor geführt. So, ne? Also umso schwieriger die Zeiten, umso besser der Humor. Das ist derzeit nicht so richtig festzustellen. Tatsache ist, dass, glaube ich, auch von Extinction Rebellion eine gewisse Bedrohung auch auszugehen scheint, die wieder alle so ein bisschen in so einen, oh, sind das jetzt Terroristen oder was, Modus bringen. Und das zeigt natürlich so eine Festnahme, die natürlich letzten Endes dieser Bewegung wunderbar in die Karten spielt, weil ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt erst richtig losgeht. Ja, also über Heathrow fliege ich dann nicht. Ich fliege ja eh sehr selten eigentlich. So, dann haben wir das sagst du jetzt. 419 Millionen Telefonnummern. Hast du schon mal eine angerufen? Hast du mir die schon geschickt? Nee, es dauert ein bisschen, die zu übertragen. Naja, gut. Hat Facebook verloren, ja? Echt? Wo denn? Ja, waren für einige Zeit offen im Netz abrufbar. Ach, im Internet? Und, ja, im Internet. Und das waren irgendwie Telefonnummern, die sie benutzt haben, um dieses Finde meine Freunde oder so dazu abzusetzen. Und dann waren die halt frei zugreifbar. Hat irgendjemand gescrapt und dann veröffentlicht. 419 Personen betroffen, einige aber doppelt. Primär USA, Großbritannien und Vietnam. 419 Millionen. 419 Millionen, ja. Ja, ist mehr als... als es Tarnnummern gibt. Ist das so? Bei sechs, ja. Das ist sehr viel mehr, als es Tarnnummern gibt. Das könnte man... Vielleicht sollten die einfach als Tarnnummern nehmen. Ja, geben sie die 384.643.729. Telefonnummer ein, die sie jetzt gerade bei Facebook heruntergeladen haben. Dann dürfen sie die ersten 10 Zeilen ihres Kontoauszugs lesen. Es ist natürlich eine schlechte Nachricht, ja, für die 419 Millionen betroffenen Menschen, die primär aus den USA, Großbritannien und Vietnam stammen. Also, ne, man könnte jetzt sagen, breitere, ne? Also wenn es nur Uiguren gewesen wären, wären es auch nicht 419 sagen. Millionen gewesen. Ja, ja. Ne? Und Großbritannien ist ja noch in der Europäischen Union. Deswegen greift da jetzt natürlich die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Guck an. Und da könnte das jetzt für Facebook nochmal teuer werden. Das bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Deswegen wollen die austreten. Damit es nicht so teuer wird. Oh Mann. Ja.
So, dann haben wir noch ein Thema, das haben wir ausgelassen. Das, da geht es um Staatstrojaner, aber das, da muss ich euch vertrösten auf nächste oder übernächste Sendung, weil da könnte das könnte nochmal sehr interessant werden. Cliffhanger. Ja, wir müssen auch mit solchen Tricks arbeiten. Hast du kein Internet mehr, oder? Nö, jetzt weiß ich gerade nicht, was du jetzt überspringen willst. Also, achso, das kann also, ich. Achso, soll ich noch erzählen? Ja. Zeit haben verwirrt. Wir. Wir haben noch Zeit. Zeit haben wir noch, auf jeden Fall. Bisschen noch. Also ich hab einen Vortrag gehalten, und zwar bei der Schwarzkopf-Stiftung über das Internet und die Demokratie. Sind das die mit dem Shampoo? Das wurde ich schon mal gefragt, ich weiß es nicht. Die heißen Junges Europa, aber wahrscheinlich schon. Ich guck mal ganz kurz. Das ist ja auch eine Form von Schleichwerbung. Mach weiter. Ist nicht so wichtig. Komm. Ich gucke jetzt, wenn du mich was fragst. Ja, bei uns bleibt keine Frage sonst, unbeantwortet. Ja, sonst ignorierst du meine Fragen immer. Aber so ein Quatsch, darauf gehst du ein. Ich beantworte die einfach nur nachher. Ja. Also die gibt es, das ist eine Stiftung und die haben sich irgendwie, verwalten ihr von Heinz Schwarzkopf. 1971 im Gedenken an Heinz Schwarzkopf, dem Sohn des Haarkosmetikindustriellen. Ja? Guck an. Haarkosmetik-Industrieller. Hallo, was machst du denn so? Das ist. Ich bin Bereich der Haarkosmetik unterwegs. Naja, ich bin Haarkosmetik-Industrieller. Ja, ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Nicht so viele. Jedenfalls, genau, bei dieser Stiftung, die sich irgendwie für Europa und Demokratie und so weiter interessieren, da habe ich für Schülerinnen und Schüler einen Vortrag gehalten mit dem Titel Das Internet und seine Auswirkungen auf die Demokratie. Das war sehr interessant, weil. Mein Vortrag ohnehin, klar, aber die nachfolgende Diskussion waren sehr interessant. Und ich habe eine Aufzeichnung davon online gestellt. Und einschließlich der Diskussion? Ja, einschließlich der Diskussion. Wie alt waren die Schüler? Die Schüler waren, ich würde sagen, also die waren größtenteils unter 18. Aber ich sag mal, von denen kamen auch die meisten Schüler. Kamen auch die von mir gewürdigten Diskussionsbeiträge. Es gab zwei Diskussionsbeiträge von Leuten, die erwachsen waren. Die waren auch interessant. Mehr sage ich dazu nicht. Das ist ein Cliffhanger auf jeden Fall. Es war sehr interessant und ich fand das ganz gut. Ich glaube, ich halte jetzt öfter wieder Vorträge vor Schülerinnen und Schülern. Okay. Aufkleber gibt's, haben wir hier noch stehen. Wo sind die Aufkleber? Im Beutelchen. Die hole ich dann gleich raus. Der Tim verteilt gleich Aufkleber. Ja, viele haben wir nicht mehr. Die meisten sind schon auf dem Camp weggegangen. Hier dürft ihr die, glaube ich, nicht ankleben, weil das ist alles hier. Ganz schlechte Idee. Immer nur auf den Laptop draufkleben. Immer nur auf den Laptop und auch bitte diese ein Herz für SUVs Aufkleber. Ne? Nicht auf SUVs kleben. Ne? Dürft ihr nicht machen. Nee, das ist eine ganz schlechte Idee. Dürft ihr nicht machen. So, dann sind wir soweit, oder? Machen wir das. Machst du die Terminmusik? Ja, ich mach die Terminmusik. Soll ich? Ja. Okay, gut, mach ich. Wer fängt an? Am 20. September ist ja der wahrscheinlich weltweite, aber mindestens deutschlandweite Klimastreik. Darauf folgend eine Aktionswoche vom 20. bis 27. September. Da gibt's, die ist global, ja, also globale Aktionswoche. Und da könnt ihr euch sicherlich in jeder Stadt informieren, welche Aktionen es da so gibt, um euch zu beteiligen oder selber welche starten. Das macht Spaß. Und in der nächsten Woche, konkreter am 21. und 22. September in Dresden, aber ich glaube, es ist auch schon am Freitag, gibt es auch schon Aktivitäten. Aber das steht auch. Achso, das ist ja der 20. ist ja sogar der Freitag, stimmt. Achso, es ist nicht am Sonntag, war das nicht mal so? Egal, ich bin komplett raus. Auf jeden Fall unter dem schönen Titel Patch gehabt, gibt es die Datenspuren in Dresden und da könnt ihr alle noch hinfahren und da geht es dann weiter mit all dem ganzen netzpolitischen Gedöns und anderen interessanten Vorträgen. Ich glaube, die haben sogar Podcasts. Und der mittigste Hackerspace Deutschlands treibt nun seit 10 Jahren durchs All. Das ist, wie wir alle wissen, der Flipdot in Kassel. Und der feiert jetzt sein 10-jähriges Bestehen mit einer Hackumenta vom 3. bis 6. Oktober 2019. Ja, das ist das lange Wochenende zum Tag der Deutschen Einheit.
Und da gibt es Vorträge, Workshops, Bastel- und Hack-Sessions. Und das wird auf jeden Fall Chaos in Kassel. Hackumenta ist schön. Hackumenta. Ja. Ich weiß gar nicht, steigt man dann in Kassel Wilhelmshöhe aus? Das muss man immer, weil... Auch ein architektonisches Gedicht dieser... Ein architektonisches Gedicht dieser Bahnhof. Sieht aus wie ein Flughafen. Naja, das ist ja auch so das, was... Der hat das Feng Shui von der A40 in Essen. Aber der Bahnhof am Frankfurter Flughafen sieht auch aus wie Flughafen. Da ist aber wenigstens einer. Stimmt. Damit wären wir beim Dank angekommen und ich danke an dieser Stelle einfach mal. Wie ihr wisst, habe ich ja keinen Zugang zu meinem Vermögen. Vermögen. Abgeschnitten. Ja, wahrscheinlich sagt die Bank sich auch immer, Herr Neumann, für 3,80 Euro, wissen Sie, was hier die Minute kostet, wenn Sie mir telefonieren. Ich danke deshalb heute einfach mal nur dem Markus Beckedahl dafür, dass er vor 15 Jahren die Idee hatte, anzufangen zu bloggen, das Ding jetzt irgendwie hochgezogen hat auf eine der bedeutendsten unabhängigen Medienplattformen Deutschlands. Und wenn ich ehrlich sein soll, haben wir alle, oder ich zumindest, bei euch weiß ich nicht, Markus dann auch Logbuch Netzpolitik zu verdanken, denn so haben dann auch irgendwann Tim und ich zueinander gefunden, diesen Podcast zu machen. Und damit hat Markus mit diesem Spatenstich einfach was ganz Großartiges in die Wege geleitet. Heute ein riesiges Team, ich glaube, was sind das, 16 Leute auf 12 Viele. Stellen oder wie das waren. Ja. Alles Rohdiamanten und Brillanten des investigativen Journalismus und der politischen Aufklärung. Und dafür einfach an dieser Stelle nochmal wirklich herzlichen Dank. Genau. So, und uns bleibt uns dann auch eigentlich nur noch zu danken fürs Kommen und fürs Zuhören. Hier bei Logbuch Netzpolitik live haben wir gerne gemacht. Und überhaupt so wissen wir euch immer in unserem Rücken und das macht auch eine ganze Menge Rückenwind. Es macht immer noch Spaß und ich hoffe, ihr bleibt auch dabei. Wir bleiben auf jeden Fall noch dabei. Für heute war es das jetzt erstmal. Also vielen Dank fürs Kommen. Tschüss, bis bald. Ciao.